Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder mal, euer xGamer032x und ich habe euch jetzt mal Let's Play Minecraft Serie Part 165 mitgebracht. Und ja, ich würde sagen, es geht hier auch einfach mal weiter. In der Zwischenzeit, wo ich nicht aufgenommen habe, war ich unten nochmal in der Schlucht und ich habe dort wieder einen großen Slime entdeckt und habe den getötet. Dadurch habe ich jetzt noch die 37 Slime Balls. So viel dazu. Packen wir das hier alles mal dazu. Einen müssen wir behalten. Das kann ich aufessen. Stört ja keinen. So. Den Cobblestone, den brennen wir mal. Mit was auch immer, weil wir haben keine Kohle mehr. Ganz einfach. Wir werden jetzt erstmal zwei neue Eimer erstellen. So in etwa. So, nun gehen wir mal in unsere Schlucht und holen da mal ein bisschen Lava raus. Was ich noch sagen muss, ich habe mal ein bisschen mit dem Enchantment Table rum experimentiert und ich habe jetzt noch Plünderung 1 dazu gemacht. Plünderung 1 ist dafür da, dass die Zombies eventuell plus ein Item droppen lassen. Nur mal so vorweg. Gut, so viel dazu. So, dann holen wir hier mal ganz schnell ein bisschen Lava. Dann kann das nämlich auch direkt weitergehen. Das waren schon 4 Stück, gut. So. Ich würde sagen, wir graben hier jetzt nochmal so ein bisschen weiter. Muss ja auch mal weiter gemacht werden hier. Hier habe ich schon mal angefangen. Das ist jetzt der erste Gang, wo wir, wenn wir geradeaus weitermachen, dass wir unendlich weit buddeln könnten. Denn die Schlucht ist da hinten zu Ende. Und ich weiß nicht, wie viele wir die jetzt lang bauen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, 19, 20, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Machen wir den einfach 50 lang. Fertig sind wir damit. Haben wir noch Kohle? Nee, eben nicht. So, wir machen das jetzt einfach gefühlsmäßig so weit, wie wir wollen. Ist ja egal, Hauptsache wir kriegen da zum Beispiel Diamanten bei raus. Das ist ja die Hauptsache. Machen wir mal Licht. So, machen wir nochmal 4 Stück weiter. Oder bis es dunkel wird, machen wir es einfach. So, ich würde sagen, ab hier. So, das sollte lang genug sein. So, jetzt machen wir einfach mal hier so einen nächsten langen Gang wieder hin. Ach, Eisen. Glück. So. Ach ja. Noch eine kleine Ankündigung. Und zwar
habt ihr sicherlich gemerkt, dass bei diesem Video schon Werbung dazu geschaltet wird, falls ihr dieses Video, wenn ihr draufklickt zum Anschauen, einen Play-Button drückt oder allgemein auf diesen Link geht, damit ihr zu diesem Video gelangt, müsst ihr erstmal 30 Sekunden bis 20 Sekunden eine Werbung anschauen. Könnt ihr natürlich auch nach 5 Sekunden überspringen. Allerdings, was ich jetzt so ein bisschen gut finde, ist, dass ja Werbung zugeschaltet wird. Das bedeutet, ich habe mich ohne Witz jetzt als Partner beworben. Und ich kriege wohl in den nächsten Tagen per E-Mail Bescheid, ob das was angenommen, ja, ob meine Bewerbung als Partner, sag ich jetzt einfach mal als Bewerbung als Partner, ist es ja eigentlich auch, ob die angenommen wird. Das wäre natürlich super klasse. Und ja, da will ich natürlich drauf hoffen. Drückt mir auf jeden Fall mal den Daumen, dass ich unbedingt Partner werde. Habe ich mir nämlich schon länger gewünscht, dass ich endlich mal so ein bisschen erfolgreicher auf YouTube werde. Und naja, wer träumt davon nicht, so ein kleiner YouTube-Traum, ein bisschen erfolgreich zu werden? Ich meine, gut, ich habe schon viele Zuschauer von euch dazu gewonnen. Muss ich sagen, sofern ihr meine Videos mögt, bin ich zufrieden. Aber man will natürlich noch ein bisschen mehr erreichen, das ist es ja. Gut, nur hoffe ich einfach mal, dass mich YouTube als Partner akzeptiert und mich annimmt. Drückt mir einfach die Daumen. Und ja, mehr als hoffen kann ich da einfach nicht, das ist so. Ich hoffe es natürlich. Aber, na gut, das kann ich nicht beeinflussen. Das muss YouTube denn schon entscheiden. Hoffen wir mal das Beste. Ne? Oh, Lapis. Da merken wir wieder mal, dass unser Gangsystem nützlich ist. Moment. Ja. Ein Stack lag da knapp rum. Werfe mal die den Tintenbeutel weg. Ich will wissen, wie viel. So, ungefähr 6 Stück. Jetzt sind wir mal unsere Glücksspitzhacke. Na, da kam ja wohl bedeutend mehr raus. 6 Stück. Also es sind auf jeden Fall viel mehr dabei rausgekommen. Als das, was wir eben da gekriegt haben. So, gehen wir mal kurz zurück und bauen hier die Kohle ab. Mit Glück, ja, 3 Stück. 3. 1. 3. Was zum Teufel ist das hier? Oh, leck. Nicht überschwemmen. Schmeißen wir mal die Fäden weg. Was ist das? Oh, hier ist die Wand. So. Oh, jetzt habe ich die Lava gelöscht. So, wechseln wir das Ganze mal wieder. Und bauen hier den Eisen ab. Oder das Eisen, wie auch immer. Zack. Noch ein bisschen mehr Fackeln. So. Ihr müsst mir auch ein bisschen entschuldigen. Ich bin irgendwie ein bisschen heiser. Ich habe Halsschmerzen und immer beim Schlucken ist das so unangenehm. Also ich würde echt gerne lauter reden, aber wenn ich lauter rede, dann ist das so ein Kratzen im Hals. Aber ich versuch's trotzdem. Fail. So. Also wenn wir das nötige Level haben, werden wir auf jeden Fall zu Glück 3 aufbessern, dass wir knapp jeden zweiten Block Glück haben. So. Gut.
hier, den Gang machen wir noch. Oh. So. Sieht aus, als wenn ich so ein bisschen voll wäre. Hätte ich vor das Inventar ausleeren müssen, wa? Ein bisschen, ist wohl ein bisschen untertrieben. So, das wär's. Packen wir die Steinschaufel weg. Ich glaube nicht, dass wir hier auf Stein stoßen, Sand stoßen werden bei diesem Graben für diesen Gang. Obwohl am Ende von diesem Gang, wenn wir bei dem anderen Schacht wieder rauskommen, könnte es sogar sein, dass wir tatsächlich auf Sand stoßen. Denn ich meine, da hinten war mal was an Sand. Hier sind wir doch schon bei dem Gang wieder raus. Oh, Glück! Wir hätten uns fast unendlich weit durchgegraben, wenn das so weiter gewesen. Oh je. Dann müssen wir den hier mal ein bisschen erweitern. Ich bin blöde. Den machen wir jetzt einfach 10 Blöcke weiter nach hinten. So, noch was. Ich hatte ja in irgendeinem Let's Play, was schon etwas länger zurück war, oder war das vorletztes Mal, letztes Mal? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich erwähnt, dass ich mir Risen 2 vorbestellt habe. Ich habe es mir heute abgeholt, denn heute ist der 27. Heute kam es raus. Und das musste ich mir natürlich sofort kaufen, das ist ja ganz klar. Und zwar habe ich von der Collector's Edition, denn ich habe mir die Collector's Edition gekauft, von der habe ich ein Unboxing gemacht. Und das wäre natürlich sehr schön, wenn ihr euch das anschauen würdet. Schon wieder ein Stack voll, oh Mann, Mann, Mann. Und hier liegt doch alles voll mit Stein. Spinnenauge ist unnötig. Komm her, Stein. Ich lass dich nicht im Stich. So. Und auf jeden Fall habe ich von der Collector's Edition Unboxing gemacht. Was ich lustig fand bei dem Video, was mir nachher aufgefallen war, als ich es hochgeladen hatte. Ich bin davor, musste ich ja mit dem Fahrrad zum Mediamarkt fahren und das war ein bisschen windig. Und ja, als ich mir das Video angeschaut habe, als es fertig gerendert war, fiel mir aus, oh, der X-Gamer 032X hat ja eine Sturmfrisur gehabt. Und das Geile war, man konnte manchmal an manchen Stellen ein Stück von meinen Haaren sehen. Und da hatte ich voll vorne so eine Sturmfrisur. Könnt ihr euch mal anschauen. Ist auf jeden Fall ein Muss, wer sich für Risen 2 interessiert. Werde ich hier oben im Bild verlinken irgendwo. So ein schöner grüner Button, ne? Ja. Also, Cobblestone soll uns jetzt nicht daran... Da soll es jetzt nicht liegen, dass wir nicht weiterbauen können. Wir haben, glaube ich, jetzt ein bisschen genug. Und hier haben wir sowieso noch welche. So. Zack. So. Oh, ein Stack schon. Schwarzpulver. Nein, TNT stellen wir uns später her.
Oh, wir haben auch schon einen Stack vorne. Oh, das ist doch beknackt. Naja, gut. Lapis, das kommt hier rein. Noch was. Ich wurde letztes Mal angesprochen, bei einem Kommentar, wieso ich so viel Eisenerz habe und Gold ungebrannt. Das liegt ganz einfach daran, dass wir die Kohle für den Cobblestone brauchen zum Brennen. Und Eisen brauche ich ja im Moment eh nicht. Da habe ich ja sowieso noch genügend geschmolzen. Das sollte also reichen. Wenn wir was brauchen, dann werde ich das schon wieder ja, machen, dass wir neues geschmolzenes Eisen kriegen. Ne? Machen wir mal den Eimer da rein. Die 12 Eisen dafür sind mir jetzt auch wurscht. Hauptsache, wir kommen hier weiter mit dem Bau. So. Zack. Oh. Oh Mann. Kürbis. Ach so. Was wir auch nochmal machen können. Wir können uns hier mal das Holz krallen. Dann können wir uns mal eine Truhe herstellen. Noch eine. Holz. Nehmen wir den ersten Baum, der hier so günstig steht. Den müssten wir so abholzen können im Ganzen. Jo. So. Da werden wir jetzt mal Folgendes tun. Oh, dunkles Holz. Sehr schick. Mit Wolle sieht das nice aus. Warte, was können wir mal testen? Ja, ich finde, das sieht nice aus. Passt irgendwie. Na? Da rein. So. Den lassen wir bei uns. Der auch. Kohle. Kohle hier rein. Packen wir hier so hin. Zack. So, hier könnten wir mal irgendwo nachschenken. Da können wir schon mal wieder Steine abholen. So. Und zack. Scheiß Motten, die hier rumfliegen, ey. Hier schwirrt schon bestimmt, seit ich den Part angefangen habe, so eine scheiß Motte an meinem Gesicht vorbei. So eine Viecher nerven. Übelst. So. Hier packen wir mal ein bisschen Stein rein. Oh, das hat sich gereimt. So. Den Stein dahin. Das lassen wir jetzt einfach mal. Und wir wollten uns darum kümmern, noch eine Truhe zu bauen. Genau. Zack, so, jetzt haben wir die Holzreste auch aufgebraucht. Können wir jetzt wieder was stapeln. Ah, gehen wir mal schlafen hier. Sieht zwar schick aus, der Kreis. Auch auf der Minimap müsst ihr mal schauen. Das sieht echt nice aus. So, gleichmäßig alles, die Fackeln gesetzt und so. Mir gusta. Und reinlegen. Nam, nam, nam. So. Weiter geht's. Vielleicht ist ja sogar schon wieder ein Kürbis gewachsen. Das weiß man ja nicht. Ah, drei Kürbisse. Die boxen wir mal. Oh, guck mal, das passt sogar so schön hier. Die können wir da mal hinbauen. Mir ist aufgefallen, dass man mit einer Eisenaxt. Oh, hier ist direkt einer gewachsen. Mit einer Eisenaxt, die schneller abbauen kann. Deshalb machen wir es jetzt auch immer so. Ich würde sagen, sollen wir das machen? Ne, Moment, da können wir noch erstmal ein bisschen mit warten. Die Kürbisse hier sollten erstmal reichen. So. Aber das könnte man ja mal ändern. Dass vielleicht ein bisschen schicker aussieht hier.
zack, zack, zack. Einsammeln den Cobblestone. Jetzt reicht das Holz nicht. Egal. Aber ich finde, das sieht schon mal besser aus mit dem Holz. Ich kann das ja mal so machen. Damit ihr seht, wie es nachher am Dirt aussieht. So, also ich finde, das sieht besser aus als das. Oh, schon wieder ein Kollege. Link davon. So. Das wird auf jeden Fall richtig viel Arbeit hier noch alles sein. Also Angst darum, mir zu machen, dass wir keine Beschäftigung haben, das wird wohl niemals auftreten. So. Es gab ja wirklich Parts, da bin ich rumgerannt und wusste nicht, was wir machen sollen. Und ja, da würde ich sagen, lohnt sich das doch, wenn wir hier vier Level. Lohnt sich das doch, wenn wir hier so einen Kreis gebaut haben. Da haben wir immer Beschäftigung. 1, 2, 3. Boah, das ist genau ein Stack. Ha! Wäre doch gelacht, wenn wir so einen Stack nicht zusammenkriegen. Seeds. Machen wir uns noch ein Stroh, oder wie sehe ich das? Gut, dann komm her. Nächster Baum, du glaubst jetzt dran. So. Und eine Sache muss ich noch berichten, die mich wirklich aufregt. Ich habe mir ja Risen 2 zugelegt. Die Collector's Edition. Bin ich sehr mit zufrieden. Aber das ist doch gar nicht das Problem. Das Problem ist dabei, dass das G35 ja ein, was ich ja besitze, ein 7.1 Surround Sound Headset ist. So, das ist ja noch alles schön und gut. Aber das Problem bei der ganzen Sache entsteht dabei, dass Risen 2 kein G35 Headset mag. Das liegt wohl, das muss ja wohl noch gepatcht werden. Das ist ja gerade erst raus, das Spiel, und natürlich noch nicht alle Bugs behoben. Aber trotzdem finde ich das ein bisschen ärgerlich. Das hat mich natürlich auf das Spiel total drauf gefreut. Und jetzt merke ich natürlich, oh, du hast keinen Sound. Das ist sehr geil. Vor allem, wenn man so voller Erwartung richtig fröhlich, ich habe wirklich die Hülle genommen, förmlich in die Ecke gepfeffert, ne, das Ding schnell installiert in so, in so einer halben Stunde, ne, und dann, ich will das Spiel starten, startet es, schwarzer Bildschirm, geht wieder aus. Ich ziehe das Headset, den Stecker von meinem G35, startet das Scheißspiel. Ich denke, oh mein Gott, das kann nicht sein, hoffentlich nicht so ein Fehler. Ich steck das Ding wieder rein, als das Spiel gestartet hat. Und was passiert? Kein Sound. Ich hätte so ausrasten können. Ich guck bei Google nach. Ja. Das Spiel hat noch Bugs mit dem G35 Headset. Denke ich, geil. Hätten sie auch auf die Hülle schreiben können. Beim G35 vorübergehend noch nicht zu erreichen. The person of call is temporarily not available. Ja. Ich mich erstmal schön geärgert. Ne? Habe ich ungefähr, naja, wer es wissen will, wie lange ich ohne Sound gespielt habe. 12 Sekunden. Danach ging das Spiel sofort wieder aus. Aus Versehen. The person of call is temporarily not available. Ja. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Meerrettich ist auch kein Instrument. Och man. Und wer mich jetzt fragt, guckst du SpongeBob? Ja, ich gucke es. SpongeBob ist geil. Da muss man voll lachen, weil Patrick seine überschlagende Dummheit, die gibt's selten so oft. Ich würde sagen, jetzt bin ich so an den Punkt gelangt, wo ich echt sagen muss, wir haben schon richtig was geschafft. Das ist einfach so. Wir holen uns mal hier ein Eisen raus. Und Sticks machen wir uns jetzt eben.
So. Zack. Schaufel. Ich repariere jetzt mal unsere Glück-Diamanten-Spitzhacke. Switch. Haltbarkeit. Boah, jetzt noch Haltbarkeit. Volle Kanne, ey. Das würde was geben. Zack. So, machen wir hier nochmal ein bisschen was weg. Ja, ich glaube, wir verbauen das hier noch schnell, wa? Scheiß drauf, wir sind jetzt bei 26 Minuten und 4 Sekunden, aber das ist mir jetzt echt egal. Wir machen hier jetzt weiter. Oh ja. So. Da haben wir aufgehört. Ich bestehe die Prüfung, Mrs. Puff. So. Oder die Folge, wo Thaddeus sich da an der Tür den Kopf anhaut. Auf einmal ist er total schön. Ja, und nachher will er nicht mehr schön sein. Und dann ruft er, halt dich nicht zurück, SpongeBob, hau sie mir richtig in die Fresse. Musste ich voll lachen, ey. Allein schon, wenn man mal bedenkt, das ist eine Kindersendung, wirklich eine Kindersendung, und dann sagen die erstmal, halt dich nicht zurück, SpongeBob, hau sie mir richtig in die Fresse. Musste ich auch voll lachen, ey. Mann, Mann, Mann. So. Oh, na, leck. Nicht leng. Leng ist unfair. Leng ist doof. Leng wollen wir alle nicht, ne? Stellt euch mal Lex im Real Life vor. Oh mein Gott, Alter. Ich hätte schon längst den WLAN-Ruder zertreten, ey. Und dann aus Wut nochmal die Antenne zerbrochen. Oh Mann. Oh, 2 Stacks haben wir noch. Wenn man bei dem Part zum Ende kommen will, ne? Also wenn man sonst so ganz normal hier wieder die Steine oben weiter verlegt oder platziert die Blöcke, ne, dann sind das immer so wenig Steine, kommt einem das so wenig vor, ne? Aber wenn man dann den Part zu Ende haben will, dann kommt einem das so viel an Steinen vor, was man da hat, an 2 Stacks. Das ist krass, das fällt mir jetzt erst so auf. Das wäre knapp gewesen. So, da hat sich meine Playlist verabschiedet. Ich wollte es mal neu starten hier. So. Zack. Das könnte tödlich ausgehen. Oh Gott, sonst sind wir im Wasser gelandet. So wie das hier in Minecraft dunkel wird, würde ich sagen, verabschieden wir uns hier auch erstmal und machen im nächsten Part weiter. Das können wir hier mal ganz kurz abernten. Da hätte ich kein Problem mit. So. Zack. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wenn dies der Fall war, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch hier lassen würdet, also ein Mag ich drückt. Und ja, schaltet beim nächsten Part wieder ein und ja, guckt euch unbedingt nochmal, für wen der Risen mag, schaut euch mein Unboxing ruhig an von der Collectors Edition, würde mich sehr darüber freuen. Ist ja noch oben links verlinkt, in so einem kleinen Kästchen. Ja. Ich hoffe, ich werde dich auf meinem Kanal vielleicht auch mal ein bisschen öfter sehen. Falls du das erste Mal meinen Videos hier jetzt zuschaust. Ja. Abonnier mich. Oder abonniert mich. Wie auch immer.
Lohnt sich auf jeden Fall. Es kommt jeden Tag ein Minecraft-Let's Play raus. Oder ein anderes Video, muss ich mal gucken halt. Wenn irgendwas anderes anliegt, zum Beispiel ein Unboxing oder so. Und ja. Schaut euch das Collectors Edition Unbox nochmal an, falls ihr euch dafür interessiert. Wünscht mir Glück, dass mein Partner, meine Partnerbewerbung angenommen wird. Und ja. Bis dahin, ich bin jetzt raus. Ciao, Leute.